Wussten Sie, dass die meisten Menschen mit Allergien gegen mehr als eine Substanz sensibilisiert sind? Bei vielen Allergikern zeigen sich nur dann Symptome, wenn sie einer Kombination dieser Substanzen, den sogenannten Allergenen, ausgesetzt sind. Dabei sprechen wir von der Symptomschwelle. Nehmen wir einmal an, Sie wären gegen Schimmel, Tierhaare und Pollen sensibilisiert. So können Sie häufig Schimmelpilzen ausgesetzt sein, ohne dass Sie Symptome bei sich bemerken. Wenn Sie aber Ihre Großmutter besuchen, beginnt Ihre Nase zu laufen und Sie niesen, sobald sich Großmutters Hund nähert. Doch erst im Frühling, wenn die Luft voller Pollen ist, Ihrem dritten Allergen, reagiert Ihr Körper mit richtig schweren Symptomen. Unter anderem gerötete, juckende Augen, eine ständig laufende Nase, sogar Schmerzen in den Nasennebenhöhlen und Müdigkeit. Das liegt daran, dass Sie allen Ihren Allergieauslösern gleichzeitig ausgesetzt sind und damit Ihre Symptomschwelle überschritten haben, jenen Punkt, an dem sich Ihre Allergiesymptome bemerkbar machen. Auch unvermeidbare nicht-allergische Auslöser, zum Beispiel Viren, können dazu beitragen. Umso wichtiger ist es, Ihre allergischen Auslöser zu identifizieren. Substanzen, die Sie eventuell in den Griff bekommen können, und dieses Wissen zur Behandlung Ihrer Symptome zu nutzen. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Exposition gegenüber Schimmelpilzen über das Jahr verringern würden, hätten Sie vielleicht keine Symptome, wenn Großmutters Hund um Sie herumspringt. Oder wenn Sie in der Pollensaison oder bei einem viralen Infekt die Exposition gegenüber Schimmelpilzen und Tierhaaren reduzieren würden, könnte es Ihnen gelingen, die Symptome zu verringern oder sogar loszuwerden. Fragen Sie Ihren Arzt nach einem spezifischen IgE-Bluttest, eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, Ihre allergischen Sensibilisierungen nachzuweisen. Um mehr über die Symptomschwelle zu erfahren und wie Sie sich testen lassen können, besuchen Sie allergyinsider.com.